Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz normal vegan. Und heute ist die Natascha zu Gast. Und ich sag mal, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich heute kennenlernen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, denn so viel können wir an dieser Stelle sagen. In der letzten Woche und in der vorletzten Woche mit Nicole und mit Sean waren zwei Menschen hier zu Gast, die ich über Jahre verfolgt habe, sehr lange verfolgt habe, viele Beiträge gesehen habe, viel gelesen habe, viel gehört habe. Dich kenne ich gar nicht. Und das ist schön, denn letztendlich bist du mir empfohlen worden von der Michaela, die vor ein paar Wochen hier zu Gast war und die mir gesagt hat, Mensch, mit der Natascha müsstest du dich eigentlich auch mal unterhalten, die hat ganz viel zu erzählen. Dann haben wir vorgestern, glaube ich, kurz telefoniert und für heute schon einen Termin gemacht und nee, ich glaube sogar gestern Morgen erst telefoniert. Gestern Morgen war es und heute sitzen wir hier. Von daher, ich bin mega gespannt und selbst beim Fragebogen, ich könnte nicht eine Frage beantworten und bin von daher gerade sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, denn wir alle und auch ich wollen dich jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen. Bist Auf du geht's. bereit? Okay. Wo Danke. in Deutschland lebst du? In der Nähe von Koblenz im schönen Rheinland. Oh, Koblenz tatsächlich. Mir sehr vertraut, habe ich eine Zeit lang nebenbei ein bisschen gearbeitet, bin ich das ein ums andere Wochenende gewesen. Eine sehr, sehr schöne Region, finde ich sehr, sehr schön da. Wie alt bist du? Ich kenne deinen Podcast und ich weiß, dass du die Frage stellst. Und ich wollte noch ausgerechnet haben, wie alt ich bin, weil ich es mir tatsächlich nie merke. Man, das ändert sich ja jedes Jahr. Ich bin irgendwas über 35. Okay, ja, du hast recht, das irgendwie ändert sich das jedes Jahr. Beruf? Auch eine spannende Frage. Ich bin gelernte Hotelfachfrau und arbeite gerade auch als Hotelfachfrau. Habe aber zwischendrin noch ein bisschen was anderes gemacht. Habe Ökotrophologie studiert in Gießen, habe meinen Bachelor gemacht. Dann noch vegane Ernährungsberaterin im Online-Studiengang gemacht, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe ganz viel Achtsamkeits-Weiterbildungen gemacht und letztes Jahr, das letzte Zertifikat kommt von der Hanna Harvard University. Da habe ich ein bisschen was in Fermentation lernen dürfen. Genau. Also breit gestreut. Ja, zumindest, das kann man an dieser Stelle schon sagen, ein Mensch, der sich immer weiterentwickeln möchte. Also du machst da wirklich sehr, sehr viel, auch sehr, sehr viel für dich. Aber da werden wir natürlich gleich drüber reden. Hobbys? Ist Weiterentwicklung schon das große Hobby oder was sind die Hobbys? Absolut, ja. Ja, ich tue mich schwer in die Aufteilung Arbeitszeit und Freizeit oder Wochenende und Urlaub. Also irgendwie ist alles Leben und ich versuche immer, die Zeit so zu nutzen, wie es ja, wie es gerade gut für mich ist. Genau. Und da ist ganz viel, ich lese nonstop und versuche mich sehr viel immer weiterzubilden und immer ein bisschen nach links und rechts zu schauen und dann auch nach vorne und da gibt es gar nicht so viel Freizeit, aber ich bin auch gerne natürlich im Garten. Ich baue auch viel unser eigenes Gemüse an mit meinem Mann zusammen Okay. und gerne in der Natur natürlich, ja. Schön. Ja, gut, dann wird es die ein oder andere Folge bei mir gegeben haben, die für dich dann doch sehr, sehr spannend und ansprechend war. Leibgericht, kannst du da was sagen? Oh, ich esse verdammt gerne. Also man macht mir mit allem, was vegan ist und glutenfrei und zuckerfrei und alkoholfrei, immer eine große Freude. Tatsächlich fällt mir spontan immer ein gutes veganes Partei ein. Ich liebe Partei sehr. Aber gerade im Moment, ich bin dauerverliebt in Brokkoli, gerade wieder entdeckt mit einer leckeren Marinade aus dem Backofen, geht auch immer. Okay, das klingt auch sehr, sehr gut. Besonderes Rezept, weil das klingt jetzt Brokkoli aus dem Backofen mariniert, klingt jetzt schon mal ganz spannend. Eigenkreation oder ein Rezept, das du entdeckt hast? Ja, also Eigenkreation. Ich tue mich sehr schwer, nach Rezept zu kochen, tatsächlich. Auch wenn gerade das nächste Projekt für dieses Jahr ein Kochbuch sein soll. Ich mariniere den Brokkoli im Moment am liebsten mit frischen Orangen, Roseinsauce und Sojasauce. Genau. Mit Orangen, also Stückchen oder du reibst sie damit ein oder?
Ja, mit Orangensaft, also frisch gepresste Okay. Orange. Und dann sind da auch immer gerne noch ein paar Stückchen mit dabei von der Orange. Und dann mit ein bisschen Sojasauce und dieser Hoseinsauce. Ich weiß gar nicht, woraus die besteht, aber ja, sehr lecker. Ja, klingt auf alle Fälle sehr, sehr interessant. Wie lange kommt ihr in den Backofen, damit wir das dann direkt geklärt haben? Kuchen, die braucht gar nicht lange, den kann man dann auch tatsächlich roh essen, wenn man gar keine Zeit hat. Aber der ist nach 10 Minuten, Viertelstunde, ein bisschen Umluft, dann ist der perfekt Aber heiß. wahrscheinlich auch nicht ganz so heiß, oder? Damit er nicht diese so schwarze Stellen bekommt. 180 Grad reicht immer, Okay, ja. dann so 10 Minuten. Ja, wobei diese Soße ist mir gänzlich unbekannt, die du gerade genannt hast. Kannst du sie ein bisschen beschreiben, in welche Richtung geht das? Ist es eher eine nussige Soße, so ein bisschen Richtung Nee, die ist Tahin oder süßlich. eine Die ist eher Süße? so, wird viel in der asiatischen Küche verwendet. Ich weiß ehrlich gesagt, muss ich selber nachschlagen, woraus sie besteht, aber sie ist eher sehr süßlich, genau. Und Okay. das ist eine total gute Ergänzung mit der Sojasauce dann. Ja. Spannend. Klingt wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Wie lange lebst du schon vegan? Es dürften jetzt 10 Jahre sein. Also ich weiß nicht genau den Tag, wann ich vegan geworden bin. Und das war auf jeden Fall im ersten Quartal 2014. Ah, okay. Da hat sich jetzt ja natürlich einiges getan und von daher ja die aktuell letzte Frage bei mir im Fragebogen immer, welches Produkt feierst du im Moment gerade am meisten? Also das kann ja, das kann was aus der Küche sein, das kann aber auch eine Alternative in der Bekleidungsindustrie sein, in der Kosmetik sein. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, ja, das ist so ein Ding, da bist du drüber gestolpert und das feierst du gerade ganz besonders? Über die Frage habe ich mir tatsächlich seit gestern Morgen am meisten Gedanken gemacht, weil ich vorbereitet sein wollte und gekommen bin ich auf den veganen Camembert. Weil du hast recht, vor 10 Jahren, 2014, war so die einzige Alternative, wirklich sehr gewöhnungsbedürftiger Rauchtofu irgendwo im Supermarkt, wenn überhaupt, ja doch, Supermarkt ging, gab es da schon Tofu und auch Sojamilch, aber das war es dann auch. Und ich bin gar nicht so die Freundin von fertig oder verarbeiteten Produkten, vor allen Dingen, weil es bei mir dann auch immer mit dem Gluten zum Teil schwierig wird. Aber es gibt mittlerweile tatsächlich richtig guten Camembert aus Frankreich, der gar nicht so günstig ist, aber den es zu Weihnachten dann zum Beispiel mal gibt und Ja gut, der das macht man halt wirklich nicht. eine fantastische Alternative ist, aus Cashewkernen. Weißt du die Marke gerade? Weil ich weiß, also Camembert, es gibt ja einige Alternativen, Camembert-Alternativen. Ich habe da schon welche gehabt, die waren wirklich fürchterlich. Und ich habe welche gehabt, die waren sehr, sehr, sehr gut. Wenn du da einen Namen für uns hast, teile ihn gerne mit uns. Ja, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, die Marke heißt Affineur oder Laffineur. Ich muss es auch selber nochmal nachschlagen, Das sind genau. so diese Holzschächtelchen und Ja, dann genau. gibt es die, glaube ich, Kennst du? in Rot und in Blau, glaube ich, unterschiedlich. Ja. Hast du es schon mal probiert? Die sind Ja, fantastisch, oder? sehr, sehr lecker, ja. Ah, Also sehr das gut. ist wirklich auch so eine Geschichte, wo ich lange auch mit gehadert habe, weil am Anfang die ersten Alternativen waren, tatsächlich muss man sagen, waren keine Alternativen. Aber mittlerweile kommen wir da wirklich. Ja, gibt es sehr, sehr gute Produkte, die richtig viel Spaß machen. Das Und stimmt. wichtigste Frage natürlich, vor 10 Jahren, was ist vor 10 Jahren passiert, dass du heute vegan lebst oder seit mittlerweile 10 Jahren vegan lebst? Gab es einen Auslöser, gab es einen bestimmten Moment oder was ist passiert? Ach, da kann ich lange drauf antworten, tatsächlich. Also letztendlich denke ich, das sind immer so Samen, die gesät werden und wenn die gegossen werden oder wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann gehen die auf. Also ich bin vegan geworden, als ich in der Uni saß tatsächlich, aber das hat sich auch so akkumuliert. Also ich habe viel gelernt über Zusammenhänge, wie werden Ernährungsmittel hergestellt, was sind so die Auswirkungen unserer Ernährungsindustrie auf den Planeten, also ganz stark auch Umwelt. Ich hatte einen ganz starken Umweltfokus auch. Mir war das immer ein totales Anliegen. Die Klimakrise war immer ein Riesending auch in meinem Kopf und damals noch gar nicht so präsent, wie sie tatsächlich dann heute präsent ist. Aber ich saß in der Vorlesung und ich weiß noch, dass ich da
irgendwie so noch einen Schalter umgelegt habe, als ich dann verstanden habe, dass es ja eine Wahl ist, dass wir unsere also Nutztiere in Anführungsstrichen füttern, aber Menschen verhungern lassen. Weil es sind ja genug Lebensmittel da. Es ist ja nicht so, dass wir einen Mangel hätten. Also wir könnten alle Menschen satt bekommen, wenn wir wollten. Und das war so noch ein Tropfen. Und letztendlich ist dann das Fass irgendwann übergelaufen. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon 2 Jahre vegetarisch. Und das war 2 weitere Jahre davor komplett undenkbar, weil ich war immer diejenige, die gesagt hat, Fleisch ist mein Gemüse. Ich war eine total starke Fleischesserin und total addicted zu Fleisch. Ich war sehr irgendwie so strong in allen meinen Meinungen und bin vegetarisch in das ernährungswissenschaftliche Studium rein und bin dann ein halbes Jahr später war das Studium beendet, dann vegan rausgegangen und zählte da aber tatsächlich noch zu den Exotinnen. Also vegan war damals noch wirklich, ich glaube, in dem, Extrem. ja, absolut, absolut. Also man war schon ein bisschen exotisch und gerade in den Ernährungswissenschaften wurde dann auch, ja, aber bekommst du denn genug Nährstoffe und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich 10 Jahre vegan und immer noch nicht an Proteinmangel gestorben. Also irgendwas muss hingehauen haben. Ist der Proof of Concept jetzt. Gut, jetzt hast du ja Ökotrophologie dann halt auch noch gelernt. Du hast vegane Ernährungsberatung gemacht. Spannende Frage, supplementierst du oder versuchst du alles über eine ideale Zusammenstellung deiner Ernährung hinzubekommen? Ja, das ist tatsächlich, ach oh Gott, das ist meine Achillessehne. Ich habe eine ganz lange Medikamentenvorgeschichte und wäre schon ein paar Mal ohne Medikamente gestorben. Und als ich vegan geworden bin, so viel kann ich jetzt schon mal verraten, konnte ich zum ersten Mal in meinem jungen Erwachsenenleben alle Medikamente absetzen. Und irgendwas ist hängen geblieben, dass ich so ein bisschen, ja, dass mich was abstößt von Medikamenten. Und Nahrungsergänzungsmittel sind natürlich in dem Sinne keine Medikamente, aber es sind halt Kapseln oder Tabletten, die man nimmt. Und ich versuche zu supplementieren, aber ich schaffe es noch nicht regelmäßig. Aber ich habe alles auf dem Schirm, ich habe auch alles hier. Ich müsste es nur regelmäßiger nehmen. Natürlich muss, also Vitamin D ist ein Muss und gerade im Moment fange ich an, ein bisschen zu experimentieren mit Omega-3-Fetten und sowas, was die wenigsten tatsächlich auf dem Schirm haben, glaube ich noch. Aber alles wichtig und richtig. Also ich lehne auf gar keinen Fall Supplemente ab und versuche mein Bestes da regelmäßig auch alles, was man so braucht. Tatsächlich vor ein paar Jahren wurde bei mir ein starker Selenmangel festgestellt. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm. Also da auch immer das mit Bedenken, genau. Und das ging aber dann auch durch so kleine Pillen hervorragend weg. Genau. Jetzt ist es natürlich spannend und du hast mir ja letztendlich im Vorgespräch die Tür dafür geöffnet. Ich darf natürlich jetzt nachfragen, warum musstest du in deinem Leben so viel Tabletten nehmen und warum denkst du, konntest du durch eine Umstellung auf eine vegane Ernährung die Tabletten jetzt weglassen? Was an dieser Stelle ganz klar, wie ihr jetzt schon sagen, solltet ihr ebenfalls diese Erkrankung haben. Heißt das nicht, dass wenn ihr euch auf vegan umstellt, ihr die Tabletten auch weglassen könnt, sondern sprecht da mit eurer Ärztin, mit eurem Arzt drüber. Bei dir war es aber so. Und von daher interessiert mich natürlich sehr, weil es klingt für mich gerade so ein bisschen wie so ein Game Changer. Und da interessiert mich natürlich, mit was für einer Erkrankung hast du in deinen jungen Jahren kämpfen müssen? Danke für den Disclaimer vorab. Den hätte ich sonst auf jeden Fall auch ausgesprochen. Also alles, was ich sage, gilt für mich. Und genau, da muss jeder oder jede für sich selber schauen, was für ihn oder sie passt. Bei mir war es so, dass mit 16 Jahren bei mir Morbus Crohn diagnostiziert wurde. Also ich war eine junge Frau. Ich hatte dann immer, das erhoben wurde, ein Eisenmangel. Der Klassiker ist das ja, dass man, wenn man aufwächst, dann
junge Frauen sind oft müde und haben ganz oft irgendwie Konzentrationsschwäche und so weiter. Und dann wird dann schon mal der Eisenhaushalt kontrolliert. Und bei mir bestand über die Zeit immer hinweg ein Mangel. Also ich habe Eisen supplementiert, auch damals dann in der Schulzeit noch. Das war ganz grauenvoll. Damals bin ich dann immer um 5 Uhr geweckt worden, damit ich die Medikamente nehme, um dann genügend Zeit zum Frühstück zu haben und so weiter. Also ganz furchtbar auch damals irgendwie, wie man das machen musste, um dann optimal versorgt zu sein. Aber es hat bei mir alles nicht hingehauen. Also auch trotz dessen ich Monate oder vielleicht sogar Jahre um 5 Uhr meine Tablette brav genommen habe, ist mein Eisenhaushalt nie in den Normbereich gekommen. Also ich war immer so drunter und bin es auch jetzt noch tatsächlich, dass ich nie in den Normbereich komme. Und dann hat man weiter geforscht und hat herausgefunden, dass bei mir ein Morbus Crohn vorliegt, also eine chronische Darmerkrankung, also eine aktive, permanente Entzündung im Darm, und dadurch ist dann halt immer Blut verloren gegangen. Genau, und ich stand damals dann nach der Diagnose, ja, da war ein bisschen Zeit dazwischen, aber irgendwie so mitten in der Schule und kurz vorm Abi, und die Ärzte wollten dann sofort mit Cortison loslegen, hochdosiert, und meine Eltern haben das, bin ich ihnen sehr dankbar für, erstmal so versucht, anders irgendwie hinzukriegen. Ich habe dann eine wilde Odyssee hinter mir, war bei einer chinesischen Heilerin, war bei verschiedenen homöopathischen Ärzten und durfte mir alles irgendwie versuchen, ja, in den Griff zu bekommen, was damals nicht in den Griff zu bekommen war. Also letztendlich habe ich 2 Operationen durchgemacht. Mir wurde auch ein Stück Darm entfernt. Und habe immer starke immunsuppressive Medikamente bekommen. Auch da, ich bin im Nachhinein dafür sehr dankbar, weil ohne das, also weder ohne die Immunsuppressiva als auch ohne die Operationen, eine Notoperation, wäre ich heute gar nicht mehr hier. Nur ich lag damals im Krankenhausbett und habe mir das so ausgerechnet, so wenn das jetzt in der Taktung weitergeht, also 30 werde ich wohl nicht werden, habe ich damals gedacht. Und ja, es war eine dauerhafte Entzündung. Also Morbus Crohn ist normalerweise etwas, was schubweise verläuft. Da sind Remissionsphasen eigentlich mit eingeplant, wo dann die Entzündung abschwächt und der Körper sich erholt. Bei mir war es aber eine permanente Schubphase, sodass ich dann irgendwann als letzte Hoffnung sozusagen ein Medikament ausprobieren durfte, was damals frisch auf den Markt kam. Vielleicht kennt das jemand, Humira hieß das damals. Das waren Spritzen, die ich mir dann gesetzt habe in einem relativ kurzen Intervall. Das Medikament hat es mir damals erlaubt, ich habe damals parallel immer gearbeitet. Also ich war nie irgendwie krank zu Hause, sondern habe mich immer auf die Arbeit geschleppt. Aber ich habe damals durch das Medikament mir erlauben können, die Arbeit zu schmeißen und studieren zu gehen, weil klar war, Hotelfachfrau werde ich nicht mein Leben lang machen können. Wenn ich was machen kann, dann eventuell jetzt noch ein Studium. Und konnte unter der Medikamentation studieren und ja, bin dann vegan geworden danach. Also ich hatte das Medikament zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 3 Jahre oder 2,5, wahrscheinlich 3 Jahre genommen. Und war dann in so einem stabilen Zustand, auch nachdem ich vegan geworden bin, enorm. Also meine Gesundheit hat sich enorm verbessert. Ich habe damals ein Körperbewusstsein erlangt, was ich nie zuvor hatte. Aber ich würde das jetzt nicht nur auf die Ernährung. Ernährung war wahrscheinlich der Löwenanteil. Aber ich habe damals auch ja ganz viel so Bewusstseinsarbeit gemacht. Ich habe zum ersten Mal getraut mit Yoga, also irgendwie so Körperarbeit zu machen, Yoga zu machen und so weiter. Zum ersten Mal die so eine Erfahrung von einer Gemeinschaft, in einem Studierendenzusammenhang und so weiter, so dass ich dann das Medikament absetzen konnte. Und ja, und einfach, das war wie Steine, die von mir abgefallen sind. Also als ich dann vegan geworden bin, war das wirklich, also ich kann den Zeitpunkt gar nicht mehr benennen, aber ich kann noch genau das Gefühl benennen, was ich damals hatte, weil das wirklich wie so Fesseln waren. Als ich mich dann getraut habe, endlich auch den Käse gehen zu lassen, der so noch ganz lange da war irgendwie. Alles andere war schon längst vergessen, Kuhmilch oder Joghurt. All das hätte ich nie vermisst, auch das Fleisch schon lange nicht mehr.
Aber der Käse war so die letzte Fessel sozusagen. Und als die dann gesprengt wurde, war das wirklich mit meiner Gesundheit, ging es einfach nur in einem Höhenflug berghoch, wie ich das zuvor niemals kannte in meinem Leben. Also das war wirklich enorm. Und dann dachte ich, jetzt will ich es wissen und habe dann ganz kurze Zeit später, 2 Wochen später oder so, dann auch das Gluten zum ersten Mal weggelassen. Und seitdem bin ich konstant auf einem so hohen gesundheitlichen Niveau, das kannte ich damals bis dahin gar nicht, genau. Das ist jetzt aber konstant seit fast 10 Jahren. Ich klopfe mal hier auf Holz. Toi, toi, toi. Ich wünsche dir natürlich von ganzem Herzen, dass das so bleibt. Du hast dich dann mit dem Thema Veganismus sehr intensiv auseinandergesetzt und bist damit nicht nur bei dir geblieben, sondern du hast das Ganze natürlich auch an andere Menschen weitergeben wollen. Wie war da so bei dir die Entwicklung? Warst du jemand, der natürlich diese sehr positiven Erfahrungen einfach an Menschen in der Umgebung weitergegeben hat? Oder wolltest du dann noch weitergehen? Wie bist du da vorgegangen? Genau das war nicht der Fall. Also ich bin jemand, für mich ist Frieden ein ganz hoher Wert. Also ich bin niemand, der am Tisch sitzt und da sitzen 3 FleischesserInnen und der dann sagt, wisst ihr überhaupt, was ihr da auf dem Teller habt? Also ich versuche wirklich vorzuleben und merke jetzt seit 10 Jahren, das funktioniert überhaupt nicht. Ich brauche einen Strategiewechsel. Also dieses Vorleben kann ich nicht behaupten, dass das in meinem Umfeld was bewirkt hat. Aber ich habe mir andere Ventile gesucht. Also ich habe wollte wirklich der Welt mitteilen, dass die Wahl der eigenen Lebensmittel hochpolitisch ist. Also dass es wirklich eine krasse Brisanz hat. Also was wir essen, das ist ja gar keine Privatsache, wie man so oft so schön hört. Das hört spätestens bei dem Leben eines anderen Tieres auf. Aber natürlich nicht nur da, auch die ganzen Polykrisen, denen wir uns gegenüber sehen, Klimakrise, Plastikkrise, Bodenfruchtbarkeit, all das sind so Krisen, Rassismus und so weiter. Das hängt alles miteinander zusammen. Und ich wollte damals einfach ausdrücken, irgendwie Ernährung ist politisch und das war mir viel zu sperrig. Und bin aber ganz wochenlang mit diesen Gedanken durch die Gegend gelaufen und irgendwann aufgewacht mit den 3 Worten, Frieden ist essbar. Und das war es dann. Frieden ist essbar, hat mir so gut gefallen, mich so inspiriert, dass ich dann einen Podcast gestartet habe und so ein bisschen meine Gedanken einfach geteilt habe. Einfach das gesagt, was ich sagen musste, was ich mich im persönlichen 1:1 nicht getraut hätte zu sagen, habe ich dann in ein Mikrofon gesagt und Woche für Woche mit der Welt geteilt. Aber jetzt kein Dialog mit anderen Menschen, sondern du hast im Prinzip ein einzelnes Thema gehabt, jede Woche ein anderes Thema. Oder wie muss ich mir das Ja. vorstellen? Wie lang waren die Folgen? Wo konnte man sich die Folgen anhören? Wo kann man sie sich heute anhören? So viel können wir spoilern. Und die Frage schließt sich dem gleich an. Ich weiß, dass du diesen Podcast nicht mehr machst. Da werden wir gleich auch noch drüber reden. Aber erstmal vielleicht zum Podcast. Was gab es zu hören und wo können wir uns das heute noch anhören? Genau, also Frieden ist essbar war ein Projekt. Oder ist immer noch, also ich bin ganz stark identifiziert mit den 3 Worten, Frieden ist essbar. Ich habe so das Gefühl, das ist mein zweiter Name. Das war ein Projekt, was einfach sichtbar machen wollte, dass das soziale Klima ganz stark mit dem ökologischen Klima zusammenhängt. Ich habe ganz starken Fokus, damals noch ganz viel Klimakrise, weil das, wie gesagt, immer ein Ding war für mich. Aber auch die ganzen anderen Krisen. Und habe das thematisiert und bin dann aber im Verlauf des Podcasts, also ich habe den, habe glaube ich über 70, also an die 70 Folgen, lass es 67, 68, ich weiß es nicht mehr genau. In dem Zeitraum habe jede Woche eine Folge veröffentlicht, die ging immer ungefähr eine Stunde oder ich glaube ganz unterschiedlich, je nachdem. Dann das waren Solo-Folgen, wo ich dann einfach meine Gedanken geteilt habe und versucht habe zu artikulieren und versucht habe, Sachen zu ja, durchdenken, habe viel Achtsamkeit mit reingebracht. Und über den Prozess habe ich einfach gemerkt, dass diese ganzen Krisen, die ich da adressiere, die alle im Außen liegen, einen Ursprung haben, nämlich uns selbst. Also wenn wir nicht bei uns anfangen, Rumi hat das, dieses Sprichwort ganz bekannt, so schön gesagt, irgendwie, gestern war ich klug und wollte die Welt verändern, heute bin ich weise und weiß, dass ich mich verändern muss.
Und genau das war irgendwie so, ja, meine Schlussfolgerung aus dieser Podcast-Reise, die ich da hatte, dass ich gemerkt habe, okay, wir müssen bei uns anfangen, jeder bei sich selbst. Und alles hängt miteinander zusammen. Aber wir werden die Welt vermutlich nicht verändern, wenn wir nicht uns selbst verändern. Und genau, dann habe ich den Podcast eingetauscht gegen eine Coaching-Ausbildung. Und habe dann da meine gesamte Zeit reingesteckt. Der Podcast war eine sehr intensive Zeit. Also die Folgen, die ich alleine gemacht habe, allein geschnitten habe, alleine das Thema versucht vorzubereiten, alleine das alles zu machen, war neben meiner Lohnarbeit mein gesamtes Leben eigentlich. Das kann ich mir vorstellen. Also einen einstündigen Monolog zu halten, Jetzt, wo das du ist es eine so sagst, Herausforderung. weiß ich auch, warum Nee. Also das will ich so nicht sagen. Also ich bin sehr, sehr gespannt und ich habe dir ja versprochen, ich werde in einzelne Folgen reinhören, denn die sind auf diversen Streaming-Plattformen wie Spotify noch zu finden. Ich werde mir das auf alle Fälle mal anhören. Und ich bin da sehr, sehr gespannt, was du da auf die Beine gestellt hast. Weil ich meine, ich finde es erstmal großartig, dass jemand sich A, diese Gedanken macht und B, diese Gedanken mit der Welt teilen möchte. Wie war denn die Resonanz darauf? Wer hat dir zugehört und wie haben die Menschen darauf reagiert? Was für ein Feedback hast du bekommen? Hallo Mama. Meine Mama war meine einzige treue Hörerin. Das war's. Das war der Grund, warum der Podcast eingestampft wurde, vermutlich. Ich habe tatsächlich irgendwann vergessen, dass ich mal einen Podcast gemacht hatte. Ich hatte dann die Ausbildung und irgendwann dachte ich, warum habe ich auf einmal so viel Freizeit? Ich hatte keinerlei Resonanz. Ich habe das einfach nur für mich irgendwo ins Internet gesendet und da kam nichts zurück und das war auch absolut in Ordnung so, weil das war eine riesen, riesen Lernerfahrung, die ich machen durfte. Ich durfte ganz viel mich sortieren und ich habe enorm viel Energie, habe ich damals gelernt und enorm viel Lust, was zu verändern. Und genau, ich habe da Hausaufgaben erledigt, auf die ich vielleicht irgendwann nochmal zurückkommen werde. Man muss an dieser Stelle auch ganz einfach mal sagen, und ich sage ja immer, ich bin alt. Ich habe die Anfänge des Internets noch mitbekommen und ich weiß noch, wie ich damals für ein Unternehmen gearbeitet habe und Webseiten programmiert habe. Und da waren ganz, ganz viele Unternehmen, kleinere Unternehmen, die ich betreut habe und die sich gefreut haben, dass ich für die damals noch sehr günstig eine Webseite produziert habe und die immer so eine riesen Erwartungshaltung hatten und dachten, naja, und jetzt sehen die Leute das ja. Aber warum sollte ich die Webseite einer Firma aufrufen, wenn ich gar nicht weiß, dass es diese Firma gibt, wenn ich nicht weiß, wie die Firma heißt? Und das ist natürlich auch ein Problem, so wie du es jetzt beschreibst, wenn es da einen Podcast gibt und wenn jetzt da gerade nicht der Begriff vegan vielleicht drin ist, wo ich vielleicht noch nachsuchen könnte, aber bei der Formulierung, so wie es jetzt war, wenn ich das von außen nicht bewerbe, ist es kein Wunder, dass das viele Leute halt nicht gehört haben. Aber, und das möchte ich an dieser Stelle sagen, das schmälert aber nicht das, was du gemacht hast. Es haben halt nur wenig Leute gehört. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt nach Ausstrahlung dieser Folge die ein oder der andere sich vielleicht jetzt doch noch mal reinklingt und halt einfach mal reinhört. Und ich glaube, gerade dieses Thema Achtsamkeit für dich ist die Philosophie, die hinter Veganismus steht, etwas ganz, ganz Wichtiges. Da kannst du vielleicht gleich gerne noch mal etwas zu sagen, weil du in dem Bereich ja auch mit deinem Coaching, mit allem ja dann auch weiterarbeitest, warum dir diese Philosophie so wichtig ist. Gut, ich meine, abgesehen davon, du hast natürlich jetzt einen Podcast initiiert und hast jetzt schon quasi einen Titel für dein Kochbuch. Also ich meine, da hast du ja schon viel vorgearbeitet und kannst in dem Kochbuch wieder auf die 70 Folgen verweisen. Also wer weiß, also ne, wie du schon eingangs gesagt hast, naja, eines baut aufs andere auf und vielleicht wärst du heute gar nicht da, wo du jetzt bist, wenn du den Podcast nicht gemacht hättest.
Aber du hast dann von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger aufgehört und hast gesagt, okay, du machst das nicht mehr. Auch von meiner Seite liebe Grüße an deine Ma. Ich meine, ich finde es natürlich toll, dass sie zumindest treu zugehört hat. Ich denke, da werden schon noch ein paar andere Menschen mit dabei gewesen sein. Aber ja, es ist natürlich toll, wenn das zumindest von der Seite her dann wertgeschätzt wurde. Aber wie hat es sich dann für dich weiterentwickelt, dieser Gedanke, Frieden ist essbar, Philosophie des Veganismus, Coaching-Ausbildung, die du dann ja angefangen hast? Wie hast du das alles miteinander verbunden oder wie verbindet sich das für dich heute miteinander? Der entscheidende Kipppunkt, sage ich jetzt mal, war damals, dass ich ein Wort gelernt habe, was ich zuvor noch nie kannte. Das Wort heißt Interbeing. Und ich bin in der Achtsamkeitspraxis und in meinem ganzen Achtsamkeitsstudium über dieses Wort gestolpert. Das Wort Thich Nhat Hanh, ein ganz bekannter buddhistischer Lehrer, in die erschaffen sozusagen, kreiert dieses Wort. Und er wollte ausdrücken, dass wirklich alles miteinander in Verbindung steht. Und nicht nur das, es ist keine bewusste Wahl. Also ich kann mich natürlich, kann eine Atemübung machen, kann meine Hände auf mein Herz legen und kann mich bewusst mit anderen Menschen verbinden, mit Lebewesen verbinden und so weiter. Aber Interbeing geht noch viel tiefer. Interbeing ist keine Wahl, sondern alles, was ist, ist mit allem, was ist, verbunden. Und als ich das Wort gelernt habe, war das wie so ein Aufatmen, weil ich auf einmal einen Begriff hatte für das, was für mich hinter Veganismus steht. Also Menschen, die begreifen, dass es was macht, wenn man anderen Lebewesen Leid zufügt. Oder dass es was macht mit unserem Planeten, wenn wir massenhaft andere Lebewesen ausbeuten, wie wir mit uns umgehen. Ist ja quasi nur ein Spiegel in der, also wir sehen es in der Außenwelt so, wie wir mit uns und miteinander umgehen. Also diese ganze Rassismus, all dem, dem wir uns gerade jetzt aktuell wieder gegenüberstehen. Das Ding war, also Rassismus war gar nicht so ein großes Thema vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren, als ich meinen Podcast hatte, weil das einfach da, ich dachte, wir hätten es längst hinter uns gelassen. Und jetzt auf einmal werden wir eingeholt von all den ganzen Sachen und letztendlich zeigt es aber nur, dass wir als Menschheit oder ja, kollektiv kann man das, glaube ich, schon so sagen, dass wir einfach noch nicht den Grad an Bewusstsein, an Bewusstheit haben. Sonst würden wir das nicht machen und quasi gegen unsere Natur handeln, im wahrsten Sinne des Wortes, also gegen unsere Natur, weil ich denke, Verbindung ist das Kernstück, das ist das, was uns menschlich macht. Mitgefühl ist das, was uns menschlich macht. Solange wir aber in einer ganz anderen Geschichte leben, weil wir uns mit einer ganz anderen Geschichte aufwachsen, weil wir uns das zur Bestätigung immer wieder die ganze Zeit neu erzählen, dass wir getrennt von anderen sind, dass wir Profit machen können aus dem Planeten, aus anderen Lebewesen, aus uns selber. Wir selber sind ausgebrannt, Burnout, sagen wir, und sehen nicht, dass ein Zusammenhang steht zwischen den ganzen brennenden Wäldern im Sommer und unserem eigenen Leben. Also das ist halt das, was mich hat aufatmen lassen, dieser Begriff Interbeing. Und das ist ganz stark, das in die Richtung geht, möchte ich jetzt noch viel, viel tiefer eintauchen. Was glaubst du, muss passieren, damit diese Bewusstseinsveränderung, die ja im Kleinen sicherlich gerade schon stattfindet, der Trend Veganismus ist so deutlich zu erkennen, es passiert so viel bei den Discountern, in den Supermärkten, in der Gesellschaft, bei jungen Menschen, gerade bei jungen Menschen, aber auch immer mehr bei Menschen, ich sag mal, in meinem Alter oder noch älter. Es passiert gerade ganz, ganz viel, aber was glaubst du, müsste darüber hinaus passieren, dass dieses Umdenken noch stärker wird und dieses Bewusstsein dafür, dass Dinge zusammenhängen, nämlich dass das, was wir essen, eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft hat, auf unsere Umwelt hat und auch auf Menschen hat, die auf anderen Kontinenten leben. Was muss da passieren?
Ich würde so gerne antworten, würde sagen, die Politik muss das verändern. Aber ich glaube da selber mittlerweile nicht mehr dran. Von daher antworte ich mit einem Wort, was ich eben schon mal genannt hatte, nämlich mit Kipppunkten. Die gibt es nicht nur beim Klima, sondern die gibt es auch im sozialen Bereich. Also wenn du mit deinem unendlich wertvollen Beitrag, den du leistest, indem du dich hinsetzt und jede Woche da eine Folge veröffentlichst und wir erreichen Menschen im Privaten, egal auf Social Media, mit Podcasts, mit welchen Tools auch immer. Wir müssen halt Menschen erreichen, die Herzen von Menschen erreichen. Und ich habe damals immer gedacht, weil ich auch so von einer sehr wissenschaftlichen Seite auch komme und mich spricht das irgendwie immer an, wenn was faktenbasiert ist, wenn ich für alles Belege und Zahlen und Daten und Fakten habe, dachte ich immer so, damit muss man doch Menschen erreichen können. Also wenn das die Wissenschaft nicht kann, wie soll ich das dann können? Aber ich habe gelernt, dass man das Herz von den Menschen erreichen muss. Also man sagt irgendwie, man erzählt Kindern Geschichten zum Einschlafen, aber wir müssen Erwachsenen Geschichten zum Aufwachen erzählen. Also wir müssen erzählen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir müssen Herzen von Menschen erreichen. Und das ist unsere einzige Hoffnung sozusagen. Und letztendlich ist das eine total schöne Entwicklung, was du gerade schon gesagt hast. Also ich sehe das auch tatsächlich. Ich glaube auch ganz fest daran, dass ich das noch erleben werde, dass Tiere essen widerlich geworden ist. Dass es was ganz Verwerfliches ist, dass wir darauf schauen, wie wir heute auf Menschen im Mittelalter schauen. Dass man denkt, wie konnte man damals Menschen foltern? Oder, aber naja, ich darf nicht so weit denken. Dann schaut man in andere Länder, dann sieht man, dass da wieder Todesstrafen eingeführt wurden und so weiter. Ja, es ist tatsächlich sehr herausfordernd. Man braucht irgendwie, glaube ich, auch da eine Gemeinschaft, dass man sich gegenseitig bestärkt darin, dass nicht alles vergebens ist. Und das ist halt natürlich auch ganz fantastisch in dieser Philosophie des Interbeing, weil da, das macht einem so deutlich, dass wirklich alles miteinander verbunden ist. Also deine Gedanken, deine Handlungen, deine Gefühle, alles ist im Grunde politisch, weil alles miteinander in Verbindung steht. So wie du denkst, so handelst du, so wie du handelst, hat einen Impact nicht nur auf andere Lebewesen, so wie du konsumierst, so wie du auftrittst, du wirkst wie so ein Stein, den man ins Wasser wirft und der Wellen zieht. Und du weißt nicht, wen du erreichst oder welche Welle jemanden erreicht. Vielleicht ist es gar nicht dein Gegenüber, vielleicht ist es aber das Gegenüber von dem dann irgendwann, der mit einem viel positiveren Lächeln in Dialog geht oder so, weil du ihm positiv gegenüber gestanden bist. Also es ist, ja, wir dürfen, glaube ich, die Hoffnung nicht verlieren, dass das, was wir machen, einen Wert hat, weil das hat es auf jeden Fall. Jetzt ist aber natürlich eine Frage ganz, ganz spannend. Jetzt hast du auf der einen Seite gesagt, dass du an das Vorleben, an das vegan Vorleben und dann werden andere schon mitziehen, nicht mehr wirklich glaubst. Auf der anderen Seite sagst du, wir müssen Geschichten erzählen zum Aufwachen. Aber wem erzählen wir die Geschichten, wenn Menschen nicht bereit sind, sich die Geschichten anzuhören? Denn ich sag mal, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es gibt ganz, ganz viele Videos, die, wenn die Menschen sie sehen würden, viele Menschen keine Tiere mehr konsumieren würden. Aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ich erlebe, die sagen, genau aus diesem Grunde will ich diese Filme gar nicht sehen, weil wenn ich den Film sehen würde, müsste ich ja etwas verändern und das will ich nicht und darum gucke ich den Film nicht. Und das ist für mich jetzt wieder, naja, dann will ich mir die Geschichte vielleicht auch nicht anhören. Wie glaubst du, können wir die Menschen erreichen? Und dann daraus resultiert natürlich die sehr, sehr spannende Frage, was wird in Zukunft jetzt, nachdem du die Geschichten nicht mehr im Podcast erzählst, was wird dein Angebot sein, Menschen diese Gedanken, diesen friedvollen Gedanken weiterzugeben, weiterzubringen, näher zu bringen? Du stellst komplexe Fragen. Sehr schön. Danke. Also, wo fange ich an? Es ist, ja.
Ich habe schon den Anfang der Frage vergessen. Ja, die Frage ist, wie erzählen wir Menschen Geschichten, wenn die Menschen sich weigern, sich diese Geschichten anzuhören? Ich glaube, es ist tatsächlich das, was ich schon ganz zu Anfang gesagt habe. Wir säen Samen. Und es ist total schwierig, jemanden zu konfrontieren mit einer Wahl. Also angenommen, ich sitze jetzt an einem Tisch und da sitzt jemand gegenüber von mir, der hat vielleicht eine Bratwurst und so weiter. Und der ist genau an dem Punkt, an dem ich damals auch stand. Ich wusste es nicht besser und es war ein riesiger Teil meiner Identität. Und wenn ich jetzt sage, das ist gepiept, dann ist der natürlich in seiner Identität gekränkt. Also die Brücke von ihm, oder er müsste schon sehr reflektiert sein, zu sagen, ach, meinst du wirklich? Ja, dann stelle ich es auf Seite und werde es ab heute nie wieder tun. Ich war ja selber an dem Punkt, von daher würde ich da auch niemandem einen Vorwurf machen und bin auch große Verfechterin von so einem inklusiven Veganismus. Also ich habe große Angst vor einem Veganismus, der andere ausschließt, andere verdonnert und andere verprellt, weil ich glaube, ja, also Druck erzeugt immer Gegendruck und ich habe Angst davor, dass man quasi so eine Woke-Bubble wird, die in sich quasi geschlossen ist, wo dann niemand anderes sich dazu traut. Deswegen bin ich also große Verfechterin davon, auch kleine Schritte anzuerkennen und so weiter und zu pushen da in der Richtung. Und das halte ich für enorm wichtig, dass wir die Bewegung des Veganismus, die es ja so gar nicht gibt, aber viele einzelne Personen machen ja eine Bewegung, dass wir die so inklusiv wie nur möglich aufstellen und dass wir da halt ganz viele Samen säen. Und bei mir war es damals in der 8. Klasse ein Film, den wir geschaut haben über die Herstellung von einem Burger. Da wurden Kühe mit Bolzenschussgeräten erschossen und so weiter. Und ich bin damals nach Hause und habe für 24 Stunden nicht mehr geredet, weil ich war traumatisiert ein bisschen, also geschockt tatsächlich. Und habe das erfolgreich, also sehr erfolgreich, verdrängt für viele, viele Jahre. Und erst später ist dieses Samenkorn zusammen mit ganz vielen anderen dann aufgegangen. Und das dürfen wir gar nicht unterschätzen. Also da, was wir da machen können, Aber auch wenn es ganz schön mühsam ist vielleicht. ist es dann nicht doch eine Mischung aus Vorleben, Geschichten erzählen, Impulse setzen? Absolut. Immer. Es gibt Also nicht die eine Strategie. Wir müssen alles machen. Ich werde jetzt ist nicht es. aufhören, vegan zu leben, weil das Vorleben nicht geklappt hat. Nein, nein, Deswegen. das ist schon klar. Aber weil du eingangs so sagtest, na, dass du an das Vorleben nicht mehr so glaubst. Also, Ah. das heißt, du glaubst nicht mehr daran, dass diese einzelnen Sachen die Veränderung bringen, sondern das, was sich bei dir verändert hat, ist, dass du heute an einem Punkt sitzt, wo du sagst, wir müssen ganz, ganz viele unterschiedliche Impulse setzen, die dann in der Summe die Veränderung bringen. Absolut. Wir haben so komplexe Herausforderungen, dass wir auch ganz, ganz, ganz komplexe Lösungsansätze brauchen. Also natürlich ist Vorleben macht niemanden sofort, man hat da nicht sofort die direkte Response. Also niemand sagt jetzt habe ich dir 10 Jahre zugeguckt, jetzt werde ich auch vegan. Aber natürlich bin ich diejenige als personalisiertes, schlechtes Gewissen, zu der dann alle kommen und sagen, ach, jetzt heute, verdammt, aber genau. Also von daher, wir brauchen unendlich viele Lösungsansätze und so kreativ, so breit gestreut und so vielfältig wie nur irgend möglich. Und dann denke ich, dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Genau. Kommen wir dann zur zweiten Hälfte der Frage, nämlich, welche Impulse möchtest du in Zukunft mit all dem, was du jetzt gelernt hast, in Zukunft setzen? Ich weiß, dass du da auch noch in einer ganz, ganz starken Findungsphase bist. Du hast zwar schon eine Webseite, es gibt die Idee von Workshops, aber kannst du es ein bisschen konkretisieren, wie würdest du die Menschen gerne unterstützen und auf den Weg bringen? Genau. Ja, danke, dass du danach hakst. Ich habe ganz viel Energie wieder gesammelt. Also die letzten Jahre waren mitunter sehr herausfordernd für mich, aber jetzt im Moment bin ich wahnsinnig zuversichtlich, dass ich da wieder ganz viel Energie in meine Projekte reinstecken kann.
Ich war Ende letzten Jahres so weit, dass ich die Homepage löschen wollte und eigentlich alles an den Nagel hängen wollte. Und jetzt ist genau das Gegenteil wieder der Fall. Also ich bin ganz, ganz zuversichtlich, dass es sowas in der Art, vielleicht nicht als Podcast, aber als Blog oder Blogcast in Zukunft auch wieder geben wird. Ich werde allerdings vermutlich den Veganismus nicht mehr so ins Zentrum stellen, sondern tatsächlich auch eine Strategie versuchen, die Achtsamkeit in den Vordergrund zu stellen, weil das ist nicht so was, was sofort angreift. Aber ich habe ganz große Hoffnung darin, je achtsamer Menschen werden, desto mehr werden sie natürlich auch hinterfragen, was sie konsumieren. Und konsumieren heißt immer alles. Also konsumieren ist nicht nur Essen, sondern konsumieren ist Podcast hören, Bücher lesen, Filme gucken. Wobei Und Achtsamkeit, muss man natürlich auch ganz klar sagen, ein ganz, ganz starker Begriff ist, gegen den man ja faktisch auch einfach nichts haben kann. Also, ne, wenn ich total. zu jemand sage, sei achtsam oder ich möchte achtsamer sein, da kann keiner was gegen haben. Das ist, da muss ja jeder sagen, ja, das finde ich gut. Ja, mach das mal, finde ich tolle Idee. Genau. Also der größte Einwand, den man vielleicht haben könnte, ist, dass Achtsamkeit ein Trend sei. Aber ich denke auch, also das kann der Menschheit nicht schaden, wenn man ein bisschen mehr Bewusstsein unter die Leute bringt. Und Also wenn Achtsamkeit ein Trend ist, dann würde ich den mitmachen. Also finde ich, ist so eine coole Geschichte. du bist eh schon auf der guten Seite der Ja. Macht. Ja, klar, wir, die wir hier sitzen, stehen natürlich auf der guten Seite der Macht. Da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Aber ja, es ist natürlich immer die Frage, wie rede ich mit den Menschen? Und ich finde es natürlich sehr, sehr spannend. Ja, klar, gegen vegan kann man natürlich was haben, weil das natürlich direkt widerspiegelt, okay, da macht jemand schon etwas anders, da muss ich mich jetzt vielleicht mit auseinandersetzen, aber Achtsamkeit, jeder von uns, jeder Mensch versucht natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten achtsam zu sein und das jetzt in den Vordergrund zu stellen, finde ich sehr, sehr gut. Aber das heißt, die Ideen dazu sind vielfältig. Würdest du sagen, dass du da heute an einem Punkt bist, wo du dich heute schon mit möglichst vielen Menschen vernetzen möchtest, um da gemeinsam was auf die Beine zu stellen? Oder bist du in so einer Findungsphase und sagst, nee, im Moment mache ich das eigentlich noch für mich alleine aus und werde dann schon irgendwann über meine Social-Media-Kanäle oder über die Webseite nach draußen gehen? An welchem Punkt bist du da jetzt gerade? ich werde auf jeden Fall nach draußen gehen. Und zwar ganz bald. Und zwar mit all dem, was ich davor schon gemacht habe und noch mit ganz vielem Neuen mehr. Also das ist fest in Planung. Und man findet mich auf jeden Fall im Internet. Ich bin niemand, der gut auf andere Menschen zugehen kann. Deswegen habe ich auch den Podcast nie beworben. Aber man kann mich auf jeden Fall immer gerne finden. Also wir werden natürlich deine Social Media Kanäle, deine Webseite unten auf der in den Shownotes verlinken. Aber nochmal die Frage: Bist du an so einem Punkt, dass du dich freuen würdest, wenn jetzt schon Menschen auf dich zukommen würden und sagen, naja, in der Richtung mache ich auch was, lass uns doch mal was zusammen machen? Oder kannst du dir vorstellen, dass wir gemeinsam einen Workshop machen? Ist das etwas, was für dich interessant ist? Oder sagst du, nee, du bastelst an deinem eigenen Block, an deinem eigenen Konstrukt gerade und kannst da gerade von außen gar nicht so viel zulassen. Auch auf jeden Fall, immer her. Also gerne. Man darf gerne an mich herantreten mit Ideen und Wünschen und Vorschlägen und auch für Okay. Coaching. So, auf jeden Fall. Immer Okay. gerne schreiben. Spannend. Du hast einiges vor und ich, also man spürt ja bei dir auch, du hast da echt die nötige Energie geradezu, was ich natürlich echt toll finde. Und ja, bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, mit was du da nach draußen kommst. Also ich kann jetzt euch allen schon empfehlen, verknüpft euch mit Natascha. Ich denke mal, du bist auf Social Media zu finden, bei Instagram, Facebook. Nee, ich Aber wusste gar nicht, dass das noch existiert, aber ich bin auf Instagram auf jeden hey, für uns alte Menschen ist Facebook immer noch. Nein, ich meine, ganz ehrlich, Facebook war die bessere Plattform.
Also im Rahmen von Veranstaltungen organisieren und sich miteinander verknüpfen, finde ich nach wie vor Facebook eigentlich die bessere Plattform als Instagram. Absolut. Aber okay, wir werden natürlich deinen Instagram-Kanal unten verlinken, wir werden die Webseite verlinken, darüber werdet ihr schon halt alle Informationen bekommen. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwas, was dir wichtig ist? Also ich meine, ich weiß ja, dass diese Botschaft, ja, Frieden und Essen, diese Kombination, dass das für dich philosophisch gesehen ganz, ganz wichtiger Ansatz ist. Haben wir das wirklich, haben wir das genügend erklärt oder haben wir da irgendwas vergessen? Also ich kann vielleicht noch kurz zwei, drei Worte zu dem Frieden sagen. Mir war halt wirklich ein Anliegen, wie ich schon gesagt habe, das auf den Punkt zu bringen, dass Ernährung ein hochpolitisches Thema ist. Also dass es keine Privatsache ist. So wie im Prinzip alles. Also jeder Atemzug ist politisch, weil allein die Anwesenheit, also allein mit deiner Anwesenheit bist du schon Teil von allem. Und an alle die, die sich irgendwann mal einsam gefühlt haben, ich kann dir versprechen und ich dir versichern, du bist verbunden mit allem, was ist, allein dadurch, dass du bist. Und also, da muss man gar nicht davon anfangen. Also man ist verbunden im Außen mit allem, was ist, aber genauso ist in dir alles miteinander verbunden. Also dein Bewusstsein mit deinem Körper, dein Gehirn mit deinem Darm. Allein in deinem Darm leben mehr Lebewesen als Menschen auf dem Planeten. Also von daher, du musst nie das Gefühl da haben, dass du einsam bist. Es ist immer alles für dich da. Also auch dein Herz schlägt für dich so viele Male bis zu deinem Tod. Und ja, das war einfach mir ein Anliegen, dass ich steile These meinerseits, aber ich denke halt, dass Menschen, die am laufenden Band Säugetiere töten oder auch konsumieren oder deren Produkte konsumieren, dass die halt einfach weniger friedvoll mit sich selber umgehen oder mit dem Planeten umgehen. Deshalb war halt einfach, passt das Wort Frieden einfach so, weil es halt eben auch was ist, was diese politische Brisanz irgendwie sagt. Und für mich war wirklich vegan werden, Frieden finden. Also ich habe auf einmal Frieden gefunden mit dem, was ich also was ich esse und was wir essen. Es gibt ja nichts Intimeres. Wir nehmen das auf, wir verstoffwechseln das. Es wird Teil von uns. Und da haben wir es wieder. Also nonstop schließt sich irgendwie dieser Kreis. Und genau, das war so meine Beweggründe zu Frieden ist essbar. Hast du diesen Frieden aber dann auch in der Außenwirkung gespürt? Weil ich meine, ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt Menschen vorm Rechner sitzen, vorm Handy sitzen, vorm Fernseher sitzen, die sagen, naja, ich bin vegan geworden. Und da ging aber in meiner Familie, in meinem Umfeld der Kampf erstmal los. Da begann der eigentliche Krieg, nämlich indem ich bekriegt wurde, weil ich ja keine Tiere mehr töte. Aber ich jetzt auf einmal der andere Mensch war, der Mensch, der den vermeintlichen Frieden gestört hat. Wie war das bei dir? Hast du eine friedvolle Erfahrung gemacht oder hattest du da auch viel Gegenwind und musstest dir ja deinen Frieden neu zurückerobern? Auch hier hatte ich wieder das Glück der Autoimmunerkrankung, weil bei mir war den Menschen in meinem Umfeld zum Glück wichtiger, dass es mir gut geht. Und das ist Fluch und Segen zugleich, weil bei mir war dann ganz stark der Gedanke so, sie macht halt das, um gesund zu sein. Bei mir war nicht auch nur eine Sekunde der Hintergedanke beim Veganwerden meine Gesundheit. Das wäre tatsächlich der allerletzte Beweggrund gewesen. Bei mir ging es wirklich viel um Tiere und wirklich viel um andere Menschen und um den Planeten. Aber es hat halt letztendlich, kann ich nicht leugnen, auch dazu geführt, dass ich gesund geworden bin. Und den Menschen in meinem Umfeld war zum Glück wichtig, dass es mir gut geht. Und genau das könnte man natürlich auch antworten. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig spannend zu sehen, wie man andere Menschen triggert. Denn letztendlich ja, ist man ja immer eine Projektionsfläche. Und wenn die anderen Menschen ihre Gewohnheiten beibehalten wollen, ist natürlich jemand, der die Gewohnheiten ändert, ein starker Trigger im Außen. Ja. Absolut.
Jetzt hast du angeteasert, es wird dieses Jahr noch, du hast für dieses Jahr oder für die nahe Zukunft einige Ideen. Ein bisschen was wird Richtung Workshop, das verspricht die Webseite schon mal. Du hast von einem Blog gesprochen und da sind wir natürlich alle hellhörig geworden. Du hast von einem Kochbuch gesprochen. Was ist da in der Planung? Und wenn ich deine Geschichte so höre und ich denke da gerade an eine Zuschauerin, von der ich weiß, dass sie regelmäßig zuschaut, eine ganz liebe Freundin von mir, die auch sehr, sehr große Probleme mit einer Glutenunverträglichkeit hat. Sie war hier auch schon mal zu Gast, hatte auch ein bisschen drüber gesprochen. Können wir also davon ausgehen, es wird in die Richtung vegan, glutenfrei, zuckeralkoholfrei gehen oder Absolut, ja. in der Kombination, also auch, ich habe jetzt gerade zuckerfrei mit reingebracht. Absolut, komplett richtig, ja. Also es wird ganzheitlich natürlich absolut ganzheitlich pflanzlich basiert, zuckerfrei und so weiter, ohne Gluten und so weiter. Es sind alles im Moment nur lose Blättersammlungen irgendwo. Aber ja, die Planung ist auf jeden Fall sehr konkret. Ich werde das nicht alleine machen, sondern habe mir jemanden mit ins Boot geholt und bin da ganz dankbar. Wir stehen erst am Anfang, aber das wird, glaube ich, eine coole Sache werden. Wir legen den Fokus, das war mein Wunsch, auf Eisen und damit auf Frauen. Also ich möchte gerne Eisen, also Rezepte mit einem hohen Eisenanteil. Und damit auch so ein bisschen der Hintergedanke, Frauen zu empowern. Genau. Also, Leute, ihr habt es gehört. Wenn euch das interessiert, verknüpft euch. Ist nicht der schlechteste Weg. Abgesehen davon, mein Plädoyer natürlich nochmal. Ihr habt das gerade mitbekommen. Natascha hat ihren Podcast eingestellt, weil das einfach nicht genügend Menschen gehört haben. Aber, und da haben wir auch drüber gesprochen, es konnten nicht so viele Menschen hören, weil viele Menschen gar nicht wussten, dass es diesen Podcast gibt. Und das ist genau das Problem, an dem ich gerade hier stehe. Zwar haben wir mittlerweile, habe ich gerade gesehen, 900 Follower hier auf dem YouTube-Kanal, aber ich kann euch versprechen, wir würden noch mal deutlich mehr erreichen können und wir würden vielleicht sogar ja noch ein paar Menschen, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, überreden können, hier auch mal mit dabei zu sein, wenn wir 2, 3 oder 5.000 Follower wären. Also helft uns bitte, diese Community zu stärken und den Kanal größer zu machen. Denn viele, viele Menschen wissen gar nicht, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Und von daher ist es einfach so immens wichtig, dass ihr bitte den Podcast teilt. Und zwar auf Social Media teilt, auf Facebook teilt, auf Instagram teilt, auf allen möglichen Kanälen darauf aufmerksam macht, dass es ja, diesen Podcast gibt, dass es Gäste wie Natascha gibt, die spannende Dinge zu erzählen hat, die Spannendes vorhat, wo also in der Zukunft noch ganz viel passieren wird. Aber all diese wunderbaren Menschen werden nur dann gehört, die werden nur dann erkannt und es werden später irgendwann nur dann die Kochbücher gekauft, wenn die Leute wissen, dass es das gibt. Natürlich gibt es die paar Zufallstreffer, wenn ich denn dann ja, auf irgendeiner Plattform vegan Kochbuch eingebe. Aber hey, mal ganz ehrlich, es gibt so viele vegane Kochbücher. Warum sollte man dann ausgerechnet auf Nataschas Kochbuch kommen? Also von daher, wir müssen das aktiv ein bisschen gestalten und da kann jede und da kann jeder mit dazu beitragen. Ich verspreche dir, Natascha, und das verspreche ich euch auch, in dem Moment, wo das Buch rauskommt, wirst du mir eine Info schicken, du wirst mir ein Foto von dem Buch schicken und wir werden das hier bei Ganz Normal Vegan in der Story bei Instagram, bei Facebook natürlich teilen und natürlich werden wir euch darauf aufmerksam machen, packen das in die Story, aber dafür solltet ihr natürlich mit uns verknüpft sein. So, jetzt hattest du noch mal einen kurzen Moment Zeit, darüber nachzudenken, haben wir irgendwas vergessen oder sind wir tatsächlich am Ende? Und dieses Mal damit dann liebe Grüße an Hanna. Gut in der Zeit.
Hanna ist eine ganz liebe Freundin, die hier immer die Texte kontrolliert und die Shownotes kontrolliert. Eine ganz, ganz liebe Freundin von mir, die ganz, ganz wichtig für diesen Podcast ist. Und wir betteln uns immer so nach dem Motto, sie sagt immer, naja, in einer Stunde kriegst du das sowieso nicht fertig, kriegst die Folge nicht abgedreht. Aber dieses Mal könnte es knapp wieder passen. Also von daher gehen ganz liebe Grüße an Hanna raus. Liebe Grüße. Ja. Haben wir noch was? Sonst würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieses Podcasts. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei dir bedanken. Schön, dass du so spontan Zeit hattest, dir die Zeit genommen hast. Zeit haben wir alle, aber man muss sie sich auch nehmen. Jeder kann selber entscheiden, wofür er die Zeit einsetzt. Du hast es heute für den Podcast gemacht und das finde ich sehr, sehr schön. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar für. Ich wünsche dir bei all den Projekten, die du planst, ganz, ganz viel Erfolg. Es sind total spannende Sachen dabei und ich glaube, dass du damit einen friedvollen und einen sehr, sehr großen und sehr, sehr schönen Unterschied für die Menschen machen wirst. Und von daher von ganzem Herzen viel Erfolg und viel Glück für all die Projekte, die du machst. Herzlichen Dank, Carsten. Kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Alles Gute auch für dich und deine Projekte. Ich werde es gerne weiter verfolgen und den Podcast fleißig teilen. Super, Dankeschön. Auch euch ganz recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es nächste Woche Sonntag um 8 wieder heißt. Ganz normal vegan, der vegane Talk hier bei YouTube. In diesem Sinne, alles Liebe, wir sind raus. Macht's gut, bis bald. Ciao. Tschüss.